Stand von Deutz Fahr. Ich habe hier gerade Jonas neben mir stehen. Einige von Ihnen kennen ihn besser unter JP Agrar. Und der wird uns jetzt mal ein bisschen erzählen, was er eigentlich so macht. Vielleicht für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Genau, Jonas. Erzähl Test, mal. Test. Hallo. Moin. Ungewohnt für mich erstmal. Also Jonas Peters ist mein Name. Die meisten kennen mich als JP Agrar, JP Agrar, Instagram, TikTok, YouTube. Und normalerweise rede ich in Kameras rein und nicht vor Leuten. Das ist ein bisschen wild. Und genau, ja, ich bin Agrarfotograf, Videograf, selbstständig als Foto- und Videomacher für verschiedenste Firmen im Agrarbereich. Ich reise eigentlich immer durchgehend durch Deutschland, mache Fotos, Videos und teile die mit meinen Abonnenten auf Instagram, TikTok und so weiter. Und das gucken sich eigentlich auch eine Menge Leute an, kann man sagen. Ja, du hast ja eben schon gesagt, du hast verschiedenste Kanäle. So, vielleicht erzähl mal, mit was hast du denn angefangen und wie siehst du das denn alles so? Mit also, Social Media? Also angefangen habe ich auf jeden Fall mit Instagram, weil ich habe auch angefangen nur mit Fotos und ich habe hobbymäßig wirklich früher schon Fotos gemacht und habe das irgendwann kombiniert mit der Landwirtschaft, weil Landtechnik war auch immer ein Ding bei mir und das habe ich tatsächlich dann auf Instagram hochgeladen und eben mit den Leuten geteilt und das ging relativ schnell, relativ straight hoch. Vielleicht ein bisschen noch mehr, ja. Achso. Ja, und ja, da habe ich erstmal nur Instagram, Foto und Video so ein bisschen gemacht, so Reels kamen dann ja schnell dazu. Mhm. Und irgendwann bin ich dann auch auf YouTube-Schiene gegangen, habe da erstmal nur Standardvideos gemacht, wo man ein bisschen ja, Maschinen sieht, ein bisschen Musik dazu, ein bisschen Einsatzvideos. Und irgendwann habe ich die Vlogs gestartet, um einfach ein bisschen Inhalt reinzukriegen, ein bisschen mehr zu den Maschinen, ein bisschen mehr zu den Unternehmen dahinter, Händlern. Und genau, das mache ich jetzt hauptsächlich. Also tatsächlich jede Woche YouTube-Vlogs, jede Woche die Instagram-Posts, täglich sogar. Und bei TikTok mal nebenbei so ein bisschen was. Obwohl TikTok sogar der größte Account ist. Okay. Genau. Ja, also wir sehen, du bist viel beschäftigt, du hast viele Plattformen, wo man dich erreichen kann, wo du uns mitnimmst in den Alltag, in die Landtechnik, verschiedenste Einsätze. Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, du warst ja auch bei einem Händler von uns jetzt vor kurzem und hast auch unseren Traktor beim Siloschieben zum Beispiel abgelichtet. Ich fand diese Bilder super. Also genau, das war Wüstenberg Landtechnik. Das ist ja bei mir nicht weit weg von mir, sage ich mal, ein Stützpunkt von denen und mit Wüstenberg arbeite ich öfter mal zusammen für Fotoproduktion. Das ist auch immer sehr, sehr entspannt und genau, da waren wir beim Ernteservice Hammdorf, die hatten ja von euch den Schlepper auf dem Mais-Silo, ja. Da haben wir noch mal ein paar Fotos von gemacht und die kann man tatsächlich auch hier gewinnen auf Acrylglas. Genau, das war auch ziemlich cool. Tatsächlich sehr spontan, muss man sagen, mitten in der Maisernte und die meisten wissen wahrscheinlich, in Schleswig-Holstein war viel Regen, das war echt noch ein bisschen schwierig teilweise, aber hat alles geklappt. Ja, das hat uns auf jeden Fall gefreut, dass du dir da die Zeit genommen hast, uns besucht hast. Und wie sieht es selber aus? Fährst du auch Traktor? Ich tatsächlich gar nicht. Ich komme da auch leider nicht zu, weil ich eben einfach durchgehend durch Deutschland fahre für die Kunden und Foto-Video-Aufnahmen, Drehtermine habe. Und hier und da habe ich schon mal was gefahren. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, so die größten Sachen sind so ein, weiß ich nicht, Class Lexion 8900. Also irgendwie die größten Dinge habe ich mir mal rausgesucht, bin die mal kurz gefahren, aber ich habe lange nicht die fachliche Erfahrung damit und das ist eher die Ausnahme. Ich glaube, wir machen mal einen Termin aus, dann fahren wir mal 9340 bei uns das und da können wir dann bestimmt auch mal ein Video drüber machen. Ich denke, das wird eine ganz gute Sache. Du hast ja jetzt auch gesagt, du hast dich selbstständig gemacht, du machst also im Marketingbereich. Was kannst du mir dazu noch so sagen? Genau, ich habe also angefangen als Foto-Videoproduktion und tatsächlich ich habe ja meine eigenen Kanäle, die laufen ganz gut und dann dachte ich, eigentlich kannst du das auch für andere Unternehmen anbieten. Mhm. Und seit 2021 führe ich da eben auch eine Marketingagentur, aber als One-Man-Show. Ja. Und habe da ein, zwei Kunden im Agrarbereich, Lohnunternehmen, große Lohnunternehmen im Osten so hauptsächlich. Sowas wie M&H Agrar ist wahrscheinlich ein Begriff für viele. Da manage ich zum Beispiel die ganze Seite, fahre dorthin, wenn die Arbeiten haben, mache den Content, um dort wiederum Reichweite aufzubauen. Denn mittlerweile ist natürlich auch Mitarbeiter finden immer ein größeres Problem und daher kommt das Social-Media-Thema natürlich auch bei Lohnunternehmen nicht zu kurz. Und das Gleiche mache ich auch für Landtechnik-Hersteller, die ich da mit unterstütze. Bin auch viel unterwegs auf jeden Fall. Ja, jetzt zu meiner letzten Frage. Was hältst du von unseren neuen Sechsern? Ist doch ein super Fotomotiv, oder? Würde ich sagen. Wir haben ja gerade schon mal ein paar sehr coole Fotos gemacht mit ein paar Abonnenten hier. Und habt ihr ja jetzt Sonntag vorgestellt und sehen auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Ich saß leider noch nicht drin, aber das kriegen wir bestimmt heute auch nochmal hin. Ich denke, das können wir gleich im Anschluss auch noch anschließen. Das ist gut. Ja. Genau. Okay, also Jonas ist jetzt hier. Ihr könnt mit ihm Fotos machen, Bilder machen, Autogramme abholen. Sehr gerne. Er hält auch gerne einen kurzen Plausch mit euch.
Und ganz entspannt. Genau. Vielen Dank.